Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ja, wir haben nochmal ein bisschen was aufzuarbeiten, bevor es gegen die Schalker geht. Und zwar haben wir hier noch ein bisschen Post, die wir mal ganz dezent durchklicken. So, Fußballer des Monats. Das kann ja jetzt nur für die zweite Mannschaft gewesen sein, also in der dritten Liga. So, Ablöse akzeptiert. Das sind ja alles welche, die wir angefragt haben hier, ablösefrei für den Sommer. Ja, der interessiert uns nicht mehr so. Den haben wir ja mal sogar schon mal ausgeliehen. Der ist eigentlich ein recht großes Talent, aber der hat es irgendwie bisher noch zu gar nichts gebracht. So, und der Umtiti, der wechselt für 13 Millionen zu uns. Ein Innenverteidiger quasi als Ersatz für Nicole Genoveski. So, dann haben wir den Dalcicek, der von Bayern wechselt, ablösefrei. Ja, vielleicht einer fürs Mittelfeld. Wir haben ja jetzt zwei Mittelfeldspieler verkauft. Dann haben wir noch den Hamasch, auch einer fürs Mittelfeld. Ein sehr guter, Stärke 80 und auch der ablösefrei. So, der Rest ist hier nichts Besonderes. Ja, Kemmer, den haben wir ja gebracht, damit er jetzt auch mal ein bisschen in der ersten Mannschaft mitmachen kann. So, dann 4:2 gewonnen, sehr schön. Also, unsere zweite Mannschaft gut unterwegs. Ja, Mannschaft der Woche, Holzhauser, Gnabry und Kemmer direkt in seinem ersten Spiel, auch in der Elf des Tages. Das ist natürlich stark. Okay, dann sollten wir da vielleicht nochmal nachbessern. So. Noch hat er Vertrag bis 2016. Das ist auch nicht mehr so lange. 75.000 verdient er. Ja, der ist jetzt aber auch nicht so gut, ne? Also, so, wir versprechen ihm mal, dass Blaue vom Himmel. Ah, und 3 Jahre will er nur. Naja, okay. So, und dann werden wir hier nochmal so ein paar Klauseln reinnehmen. So, und jetzt geht das Gehalt aber auch wieder nach unten. So, 190.000. Bin ich mal gespannt, ob er das annimmt. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich meine, 64 hat er als Stärke und der ist 23. Das ist natürlich ja, ernüchternd. Ach, guck mal an. Und sie haben uns dann noch für die nächsten beiden Spiele auf die Tribüne geschickt. Ja, das war auch ein bisschen doof, was ich da noch gemacht habe. Naja, gut, was soll's. Ja, Schalke, das wird ein interessantes Spiel werden. Da haben wir mal wahrhaftig ein 6-Punkte-Spiel. Und die Schalker sind ja direkt einen Platz hinter uns. Ich glaube, 2 Punkte gerade mal, wenn ich mich nicht täusche. Oh, und bei Schalke fällt der Volland aus, den sie gekauft haben. Aha, und Benedikt Salah unterschreibt den Vertrag. Ja, jetzt verdient er ein bisschen mehr, aber immer noch recht billig gewesen. So. Ja, von der Stärke her sind wir ganz knapp besser. Allerdings stehen wir von unseren Möglichkeiten gesehen her natürlich deutlich besser als Schalke da. Ja, weil Schalke natürlich ein viel größeres Budget hat. Und von daher kann man da auch sehr zufrieden sein, wo wir gerade stehen natürlich. Und hier sehen wir auch, also wichtiger ist es eigentlich zu Wolfsburg, ob wir jetzt Zweiter oder Dritter werden, ist nur gering interessant. Also trotzdem gibt es ja halt hier 3 Punkte in dem Spiel, die wir, wenn möglich, dann auch mitnehmen wollen. So, wir machen eben nochmal ganz kurz Spielergespräche.
Da, hier. So. Ja, bei dem Wimmer, da ist immer ziemlich wenig an Auswahl, also sowas mit gut trainiert oder so ist da recht selten. So. Und dann sind wir auch gleich durch. Ja, 87, Wahnsinn. Also der Pret, der geht gerade richtig ab. Der geht gerade richtig ab. Also das ist echt zu schade, dass der am Ende des Jahres weggeht, also weil er ja nur geliehen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass der auch Lust hätte, danach nochmal bei uns zu spielen. Der ist ja nicht so blöd wie der Van Ginkel, den wir bis zum letzten Sommer hatten. Der kann ja einfach mal sagen, ja, er macht noch die letzten beiden Jahre bei seinem Verein, wo er eigentlich ist, bei dem PSV Eindhoven. Und danach kommt er ablösefrei zu uns, aber das wird schwer werden. So. Jetzt wollen wir uns aber erstmal um das Spiel gegen Schalke kümmern und da wollen wir selbstverständlich dann auch wieder 3 Punkte einholen. Gerade gegen einen direkten Konkurrenten ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, und wir können leider uns nicht ins Spiel einbringen. Das heißt, ich kann mich ja auch nur hinsetzen und hoffen, dass wir hier gewinnen. So, die erste Möglichkeit für Schalke. Hövedes auf Scholai, aber der schafft es nicht, den Ball zu verwerten. Juru geht noch dazwischen und kann zur Ecke klären. Die erste Ecke von Gaston Ramirez wird aber aus dem 16er geköpft. André Hoffmann kommt an den Ball und haut das Ding gegen den Pfosten. Ja, André Hoffmann, wenn ich mich nicht täusche, das ist glaube ich der ablösefrei zu uns kommt. Der hat ja auch einen Marktwert von guten 11 Millionen. So, Papadopoulos holt sich hier eine ziemlich frühe gelbe Karte in der Innenverteidigung. Das ist natürlich dann auch immer so ein Hemmnis. Ob das jetzt hier bei Fußballmanager auch so ist, weiß man nicht. So. Ja, leider hier keine gute Chancenauswertung von Okazaki, da wäre wahrscheinlich auch ein bisschen mehr drin gewesen. Die nächste Möglichkeit wieder für Schalke, aber Scholai schafft es nicht, den Ball aufs Tor zu bekommen. Ja, munteres Spiel bisher, chancentechnisch 3:1, also Schalke hier mit einem leichten Übergewicht. Jetzt holt sich auch unser erster Verteidiger hier die gelbe Karte mit Nico in Form von Nico Bungert. So, wegen Meckerns, ja, das sehe ich immer sehr gerne. So, jetzt gibt es aber eine gute Möglichkeit. Preet sucht Polter, trifft den Ball nicht richtig, der Ball kommt trotzdem ran. Aber schafft es nicht, aus 7 Meter Ron-Robert Zieler hier zu schlagen. Schade, das wäre, glaube ich, sein 23. Tor oder so gewesen. Der ist ja derzeit richtig gut unterwegs. Ja, und die zweite gelbe für die Schalker hier. Christian Clemens rechts außen holt sich die. Auch wieder wegen Meckerns. Da sieht man schon, dass das Spiel halt relativ wichtig ist. So, jetzt passiert hier gerade mal gar nichts. Also die letzte richtige Chance hier vor einer Viertelstunde. Scholai holt sich hier auch nochmal eine gelbe. Taktisches Foul. Und da bin ich mal gespannt, ob der Freistoß was bringt. Oh, Fuchs auch nochmal die gelbe. Also die Schalker hier, die drehen ja mal richtig auf.
wenn da mal nicht noch einer vom Platz fällt. Also, wäre ja zu wünschen, ne? So, gefährliche Freistoßchance. Wird die für uns sein? Nein, für Schalke. Park hat den Clemens da gestoppt per Foul auf 17 Meter. Das kann gefährlich werden. Bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe mal, der Timo Horn ist einigermaßen warm und schafft es hier, den Schuss zu klären. Fuchs macht sich bereit. Langer Anlauf und Horn ist da und schnappt sich die Kugel. Sehr schön. Also, auf unseren Schlussmann ist auch Verlass. Also ist auch ein guter. 85 von der Stärke her. Wie gesagt, der wird die nächsten 5 bis 7 Jahre dann Nationaltorhüter sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn wir kein deutscher Nationaltrainer sind. Ja, das war leider nix hier mit der Ecke. Und 2 Minuten Nachspielzeit. Wir können eben nochmal ganz kurz schauen, wie sieht es chancentechnisch aus. Ja, recht ausgeglichen. So, vielleicht jetzt nochmal die Möglichkeit. Preet legt auf für Gnabry, der verzieht. Polter startet aber noch im richtigen Moment und drückt den Ball über die Linie und macht hier sein erstes Tor. Und das ist das 22. Saisontor. Sehr schön aufgepasst. Und das ist die Führung hier knapp vor der zweiten Halbzeit. So, Okazaki nochmal auf Gnabry, der schießt. Und Zila kann den Ball aber halten. Also, das wäre natürlich genial, wenn wir hier nochmal 2 Treffer kurz vor der Halbzeit hinlegen. Aber 1-0 ist ja auch schon mal ein gutes Ergebnis. So, die Aufstellung können wir soweit so lassen. Da habe ich eine 5 gesehen, oder was? Park. Gibt's ja gar nicht. So. Weiter so, muss man glaube ich hier ansagen. So, dann ein paar Massagen und dann können wir hier auch nochmal Selbstvertrauen 2,5 kann man mal loben, dann ist das nämlich ja immer noch bei okay, aber ein bisschen besser, der Gnabry, da ist Motivieren glaube ich angebracht, ansonsten picken wir uns hier mal die Einser raus, Kevin Wimmer mit einem sehr guten Spiel erneut, Dennis Preet sowieso fast immer sehr gut dabei, Timo Horn auch. Und dann geht's mal weiter. So, Stärke 880. Das ist schon mal ein sehr vernünftiger Wert. Ja, das ist im Schnitt hier eine 80, die bei uns auf dem Platz steht. Also das muss man erstmal nachmachen. So, hier sind ja unsere. Weil wir halt hier 85, 88, 86, das haut schon rein. So, Viertelstunde nichts passiert in der zweiten Halbzeit. Jetzt die erste gute Chance für uns. Holzhauser schüttelt die Gegner ab. Der Weg ist frei, schießt. Boah, und doch Zieler ist tatsächlich noch da. Und lenkt den Ball noch zur Seite weg. Und Hoffmann ist auch da und verhindert die Ecke. Ja, gute Abwehraktion hier. So, dann würde ich mal sagen, Lasogga, Pospech, ja, Kemmer, der ist da noch von der Fitness her nicht gut genug. Für wenn es 2-0 steht, dann geht's, aber so lieber nicht. So, nächste Möglichkeit. 34 Minuten noch zu spielen. 24, Entschuldigung. So, Flanke auf Okazaki, aber Zieler ist da und klärt. Ja, Zieler mit einem sehr guten Spiel. Bis auf die eine Situation hat er wirklich alles pariert. So, Achtung. Und das ist das 1:1. Schade, Mist. Das gibt's ja gar nicht. So, der Okazaki, der wird jetzt mal rausgehen. Dafür kommt der Lasogga rein. Und auch die Schalker wechseln hier. Und Pospech für Bungert. So, und dann Einsatz. Auf geht's.
So, gefährliche Situation hier. Weiter Ball von Preet in die Spitze. Jetzt gucken wir mal, was der Ron-Robert Zieler macht. So wie der drauf ist, klärt er das. Sprintet aus seinem Tor heraus. Und kann noch voller Sogger klären. Schade. So, und langsam kann hier auch mal gerne Schalke eine Gelb-Rote holen. Die haben ja immerhin noch drei Gelb-Vorbelastete auf dem Platz. Oh, Martip holt sich jetzt auch nochmal eine Gelbe. Also vier Gelb-Vorbelastete. Aber mittlerweile lohnt sich das schon gar nicht mehr, hier 10 Minuten dann nur noch gegen 10 Schalker zu spielen. So, jetzt muss hier mal ein Tor. Also Polter muss nur noch einschieben, spielt nochmal auf Choupo-Moting und der steht im Abseits. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Da muss der Polter doch alleine das Tor dann machen. Eieiei, also noch gute 10 Minuten. Nächste Chance für uns. Preet spielt sehr mannschaftsdienlich auf Lasogga, aber Lasogga überhastet. Polter hat das noch geahnt und drückt ihn mit der Fußspitze am langen Eck über die Torlinie. Ja, super. Genauso wie beim 1:0. Da war es eine ähnliche Situation. Genau im richtigen Moment und drückt den Ball. Ja, da hat der Gnabry verzogen. Super. Also, das 23. Tor hier von Polter und die erste Vorlage von Lasogga. Schade, dass Lasogga noch kein eigenes Tor gemacht hat, aber das wird noch kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. So, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier das Ding jetzt über die Zeit bringen. Achtung, Schuss von Gnabry. Und das ist das 3-1. Ja, direkter Freistoß von Gnabry und Zieler ist da einfach zu langsam. Und ich glaube, wir können hier auch nochmal ganz kurz den Kämmer reinbringen. Dann freut er sich hier für die letzten paar Minuten und Gnabry kann dann sich nochmal den Applaus abholen. Ja, super. Also, das ist doch genau das, was wir sehen wollten hier. Ein recht sicherer Erfolg. Chancentechnisch sind wir schon vorne. So, wir können ja mal ganz kurz gucken hier. 11:6. Das ist schon deutlich. Also die nach der ersten Halbzeit war es noch ziemlich ausgeglichen, aber bei der zweiten Halbzeit war von den Schalkern nicht mehr so viel zu sehen. Ja, die haben mehr gelbe Karten gemacht als Torschüsse hier. So, dann schauen wir mal ganz kurz. Wie sieht es denn eigentlich aus? Also, Torschüsse aufs Tor 6:3. Chancen 9:5. Ja, das geht schon in Ordnung, denke ich. Dann haben die Dortmunder noch gegen Hamburg gewonnen. Bayern hat gegen Gladbach gewonnen. Wir haben gegen die Schalker gewonnen. Freiburg und Bremen 0:0. Braunschweig nimmt hier den Wolfsburgern noch Punkte weg. 1:1. Sehr schön. Frankfurt 1:0 gegen Hoffenheim, Hannover 4:2 gegen Nürnberg, Düsseldorf verliert 1:3 hier im Rhein-Derby gegen Bayer 04 Leverkusen und die Hertha verliert gegen Stuttgart. Ja, das heißt, die hinter uns haben bis auf Leverkusen dann alle Punkte gelassen und damit sind das jetzt mal eben 13 Punkte Vorsprung auf einen nicht direkten Champions League Platz. Das ist natürlich stark. Und jetzt haben wir auch wieder 5 Punkte Vorsprung vor Schalke. Ja, die 7 Punkte Rückstand auf die Bayern. Okay, aber die haben halt 19 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Das ist dann schon hart. Ach, guck mal an. Und Frankfurt. Habe ich ja gar nicht genug gewürdigt. Die Frankfurter haben hier gewonnen. Dann sind es ja jetzt nur noch 9 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. So, dann wollen wir nochmal ganz kurz gucken. Bei den Bayern 5:0, das ist natürlich hart. Ich hoffe mal, der Lewandowski hat hier nicht alle Tore gemacht. So, Mandzukic, Alaba, Lewandowski und Robben. Also, da kann man, glaube ich, ganz gut mit leben, dass der hier nur ein Tor gemacht hat. Wurde er eingewechselt, oder wie? Ach nee, geht ja gar nicht, oder? Mandzukic? Nö, der war von Anfang an dabei.
Naja, da ist doch der andere, der Mann Djokic, dann doch ein bisschen besser gewesen. So, dann wollen wir nochmal ganz kurz gucken. 11 des Tages, da wird er mit Sicherheit auch Mainz dabei sein. Nein, ist er nicht. Dafür haben wir hier mal eben 6 Bayern-Spieler, meine Güte. Ja, der Zuma, der wurde mir ja auch vorgeschlagen. Da waren wir leider knapp zu spät. Nur ein paar Tage, sonst hätten wir den gehabt. Schade. So, dann gucken wir nochmal auf die Torschützen. Sebastian Polter hier mit 2 Toren und vergrößert seinen Vorsprung dann wieder auf 4 Tore. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Und wer weiß, vielleicht schafft es ja auch immer vor dem Spieltag zu bleiben, von den Toren her, dass er immer mehr Tore als Spieltage hat. Das wäre natürlich extrem cool, wenn da hier über 30 Tore kommt. Aber noch sind ja ein paar Spiele zu machen und jetzt geht's gegen den letzten. Also, das nächste Spiel ist ja, glaube ich, hier sogar so ein kleines Mini-Derby. Und Frankfurt, naja gut, die haben jetzt den ersten Saisonsieg geholt. Da muss man mal abwarten, wie es da dann weitergeht. Aber wir haben, denke ich mal, ganz gute Chancen und sollten das auf jeden Fall locker gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Da geht es dann gegen die Frankfurter und ja, beim Spiel darauf geht es dann schon gegen Atletico Madrid. Das wird interessant werden. Da können wir mal gucken, 843 hier, die Bayern 915, das ist schon krass. Also, erstmal Frankfurt und dann geht's ins Achtelfinale der Champions League. Das Hinspiel natürlich ganz wichtig, weil es ein Auswärtsspiel ist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, Leute. Macht's gut, bis dann.